unser Satz. So, okay. Gut, ich muss jetzt in dem gleich fahren. Ich will nur... Ich will doch nur einen Spießer leiser machen. Ich will doch nur meinen 20 Follower... Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen. Die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen, die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden.
So, jetzt hier ein bisschen leiser machen, damit man mich auch hört. Okay, jetzt nochmal rein. Okay, jetzt klappt es. Ja, Leute. Hallo, liebe Leute, und willkommen zu meinem 20 Follower Special hier auf Let's Play Janni und Let's Play Janni Live. 20 Follower auf Twitch habe ich schon seit ein paar Tagen. Nur ich bin jetzt dazu gekommen, das Game hier zu zocken. Und wie ihr es erkennen könnt, zocken wir Darksiders 2. Wieso zocke ich Darksiders 2? Es ist mein Hassspiel. Weil die ist Game nie verstanden habe. Ich bin zwar recht weit gekommen, aber mehr auch nicht. Okay. Und jetzt, wo ich so sehe, ich habe es auch nicht unbedingt vermisst, aber. Was mein Anschluss weg? So. Leute, ich vermisste, also ich habe das Game 0 vermisst. Und Leute, mit 20 Followern dachte ich mir, hey, 720p Streams. Ich dachte mir, ich wage es mal, die Qualität hochzustellen. Mir war immer so, ich hatte immer so im Hinterkopf, dass man es hochstellen kann. Nur ich dachte immer, dass es irgendwie ruckelt oder so, aber es sieht recht gut aus. 720p bedeutet, ab jetzt werden alle Streams mit 720p Schaltungsdienst sein. Okay. Ah, man konnte Wände hochklettern, stimmt ja, manche. Oh nee, ich bin gerade hier. Ach, okay. RW und Angriffe ausweichen. Für die, dass das nicht kennen. Das ist ein Game, was für die PS3, Xbox 360 und es gibt es auch für Wii U, habe ich gesehen. Also für Wii U Besitzer, die können euch das auch holen. Dieses phänomenale Spiel. Wow, wow. Wozu ich zumindest noch einen Show-Samstag machen werde, neben diesen 20 Follower-Special. Janina, ich werde mit J geschrieben, aber okay. Hallo Tanja. Schön, dass du vorbeischaust. Ausrüsten. Auf diesem Game wird ein Show-Samstag noch kommen. Nicht der Nächste, der Übernächste. Also der, ich schau mal ganz schnell, wann. Wann, den. Fünften. Boah. Fast einen halben Monat, ne? Fast einen halben Monat erst. Ah, verrückt. Ah, zwar gut, zwei Wochen ist ja ein halber Monat eigentlich, oder? Keine Ahnung. So. Und Darksiders. Ich habe das Game gerne gespielt. Nur irgendwann nimmer damit zurecht, weil die Rätsel schwer waren. Und alles, also. Oh. Bei mir ist die Tür geöffnet. Finde eine Möglichkeit, Krieg zu retten. Finde den Hüter der Geheimnisse. Aha. Wie hieß der Vogel nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach mal irgendwie runter. Okay. Um dann da wieder hochzuklettern. Oder? Geht das? Okay. Ach Gott, man konnte am Wenn. Ich merke schon, ich kenne das Game null mehr. Ich habe null Plan, was hier nochmal ging. Aber man kann wohl auf Wände laufen. Okay. Jetzt habe ich auch wieder einen Kopf. Sag mal, Spitze! Ich hoffe, wer Darksiders nicht unbedingt auch von 10 her kennt, man kann es mit Dark Souls vergleichen, was mein 10 Follower Special war. War Tokio bei Holzball. Hi. Ja, man kann dieses Game mit Dark Souls vergleichen. Es ist das schlechtere Dark Souls, kann man sagen. Ist auch sehen. Ja, laufen wir weiter.
Und wie lange ich Game Zone werde? Circa eine Stunde. Und danach gibt's noch einen Stream zu Assassin's Creed. 2! Da wird ebenfalls nochmal gestreamt danach. Direkt. Weil ich mir dachte, hey, jetzt soll ich Follower Special, kann einmal zwei Streams an haben. Manchmal, was soll geil. So, ein Hammer. Wie kann ich denn in mein Inventar? Ah! Na. Gut. Also eine Zweitwaffe. Okay. Das ist, glaube ich, diese Fähigkeitspunkte. Komm mal hier. Im Heiltrank nehme ich mit. Die rüste ich aus. Das sind dieselben. Die brauche ich nicht nochmal. Okay. Zack. Zack. So. Okay, an die Passage kann ich mich erinnern. Da ich die mal gemacht habe. Kann mich mal dran erinnern. Okay, na warte. Ich mach euch platt! Und Leute, wir kommen ja wahrscheinlich hoffentlich weiter als bei Dark Souls. Weil Dark Souls kann mich, also ich habe nur einen Stream gemacht. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt weit. Okay. Also noch einer. Mann! Viele. Okay. Die, genau, die Wände kann man einfach so hochklettern, dann kann ich auch noch mal erinnern. Also wie das mal auf Wände, auf Decken klettern kann, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Na schon, ich kenne das Game wirklich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, ob man irgendwie sprinten konnte. Was war mein Weg? Weißt du, wo es lang geht? Da oben. Okay, zack. Was? So ist die zweite Waffe. Schwierigkeit normal genommen, wie ihr gerade eben gesehen habt. Nicht Albtraum oder was auch immer war. Aua, ah! Das ist bei 200 oder so. Da spielt das Game auf, mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Dann nehme ich genau diesen Spielstand. Also natürlich werde ich auf diesem Spielstand ebenfalls den Showsamster machen. So 15 Minuten lang oder so. Aber... aber ich, dann werde ich, wenn man die Schwierigkeit umstellen kann, auf die auf den höchsten Schwierigkeitsgrad weitermachen. Boah, Alter. Ja. Yeah. Und wir spielen besser 2, nicht 1. Aber 1 können wir auch irgendwann nochmal machen. Okay. Haben wir gewonnen? Okay. Oh, eine Kiste. Ja? Nee, schade.
Okay. Es gab Wandsprünge. Oh Gott, schnell weg. Auch daran kann ich mich erinnern. Uiuiui. Das habe ich noch verstanden, den Anfang hier. Was? Verlass ihn noch? Der spricht da zu mir. Wo geht's lang? Ah. Ich lebe noch. Zwei falsche Taste. Das war richtig. Tanja, wie geht's dir denn so? Was hast du heute so gemacht? Einfach mit dem Smalltalken. Nicht viel, ach nicht viel. Das ist auch mal Standardantwort, wenn mir jetzt einfällt. Ja. Ich war in der Schule heute bis 5.30 Uhr. Bin jetzt mal so Bus. Bin gleich noch. Okay. Dann musste ich zur Bushaltestelle in Hagelregen laufen. Mit Hagelregen, ja. Das hat mich auch gewundert. Ja. Das war wirklich das größte Wunder ever. Ich poste eventuell auch auf Instagram heute. Aber also als es so stark geregnet hat, da ich mir auch so. Pff, hui. Ja. Und dann kommt es natürlich noch dümmer. Ich muss immer umsteigen. Ja, das Wetter spinnt. Ja. Das kannst laut sagen. Und dann bin ich am ZOH, also zentrale Omnibus-Haltestelle, wo man halt umsteigen kann und so weiter. Und dann verpasse ich wegen einer Minute im Bus. 20 Minuten rumstehen, nichts tun. Es ist nicht schön. Egal, dafür war der Tag heute chillig. Wie gestern auch. Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde, für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen, ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen, um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren.
Du musst es zerstören! Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So okay. Sei es. Dann töte ich dich halt. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Nein. Aha, gut funktioniert. Würde ich gerne überspringen. Danke. Leute, es regnet schon wieder, glaube ich. Ja. Der hat schon wieder.
das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse. Aber nicht deine. Leute, dieses 20 Follower Special ist zweigeteilt. Das heißt, wir sehen uns wann anders mit Teil 2 wieder. Die unzähligen Welten und Leute, haut rein und in einem endlosen Abgrund. Tschüss.